Wir haben ja schon im letzten Blog kurz angedeutet, dass es mit der Ver- und Entsorgung hier in Spanien ein bisschen schwierig ist. Für diejenigen von euch, die nicht regelmäßig mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind, einfach mal kurz Erklärung Ver- und Entsorgung. Wir haben eine Toilette an Bord, wir haben eine Dusche an Bord, natürlich eine Möglichkeit zum Kochen, eine Spüle zum Geschirr abwaschen, sprich wir brauchen ab und zu Frischwasser für all diese Dinge. Gleichzeitig brauchen wir natürlich auch ab und zu eine Möglichkeit, das Wasser abzulassen. Das WC zu leeren, A und B eben das Wasser abzulassen, das nach dem Duschen, nach dem Abwaschen und so weiter anfällt. Je nach Verbrauch muss man da so alle 3, 4, 5 Tage mal ran. Ist unabdingbar, geht nicht anders. Ja, in Frankreich gestaltete sich das alles total einfach. Jeder kleine Ort hatte oft kostenlose Möglichkeiten. Man stolperte geradezu über die Schilder mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. Die Supermärkte hatten das, an Tankstellen gab es das teilweise. Es war wirklich überhaupt kein Problem, ganz im Gegensatz zu hier in Spanien. Ja, hier in Spanien gibt es all diese öffentlich geschaffenen Plätze quasi nicht. Nicht an der Autobahn, nicht an Tankstellen, nicht an Supermärkten, so gut wie überhaupt nicht in den Ortschaften. Dann steht man vor einem Problem. Erst recht, wenn man wie wir gerne frei steht. Erste Alternative wäre gut, dann steuere ich halt einen Stellplatz oder Campingplatz an und entsorge da wenigstens einmal. Eigentlich eine gute Idee. Hier in Spanien ist es aber leider so, dass manche Stell- oder Campingplätze entweder sagen, nö, für Durchreisende überhaupt nicht. Dann hat man Pech gehabt. Oder mangels Alternativen, können Sie es ja machen, dann einfach sagen, könnt ihr gerne machen, aber dann bitte einmal den vollen Übernachtungspreis. Und meistens wird man so für Fern- und Entsorgen und Frischwasser alles in einem, ich weiß nicht, 2, 3, wenn es dumm läuft, vielleicht auch mal 4, 5 Euro los für das Gesamtpaket. Aber dann sind das mal plötzlich zweistellige Beträge, die man nur dafür ausgeben soll. Das will man auch nicht. Also muss man nach Alternativen suchen und das fällt uns gerade sehr, sehr schwer. Und dann haben wir es auch schon gehabt, dass wir dann hingefahren sind, wo man es hätte machen können, da aber so eine Schlange schon ansteht, dass man auch gesagt hat, okay, wir lassen es, wir suchen uns den nächsten. Ja, und um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch das WC muss ab und zu entsorgt werden. Da kommt das Problem in Spanien noch dazu. Wieder ganz anders als in Frankreich oder noch viel mehr in England zum Beispiel. Es gibt so gut wie keine öffentlichen Toiletten. Da sind wir jetzt nochmal beim Nähkästchen. Wir machen ja Number One im Wohnmobil und Number Two, das große Geschäft erledigen wir nicht im Wohnmobil. Muss man ab und zu mal machen und ja, ohne öffentlichen Toiletten ist das schwierig, was Number Two angeht und auch schwierig, was Number One angeht irgendwann, weil die Toilette halt voll ist und man kann sie nicht entsorgen. Das stresst hier tatsächlich ein bisschen. Der letzte Vlog endete ja mit einer Wanderung fast im Panikmodus. Hat uns nicht davon abgehalten, heute gleich wieder wandern zu gehen. Wie ihr erahnen könnt, zumindest jetzt hier vom Startpunkt aus mit ungleich besseren Wegen. Wohl noch beeindruckt von der Wanderung auf der sonnenlosen Nordseite gestern, haben wir uns mit den Temperaturen ordentlich vertan. Nach wenigen Minuten musste die Jacke aus. Jetzt, weiß nicht, 10 Minuten später hat man schon das Gefühl, nee, Pullover muss auch aus. Eindeutig zu viele Lagen heute angezogen. Immer
immer noch derselbe Tag, anderes Fortbewegungsmittel mittlerweile, nach der doch zum Teil kräftezehrenden Wanderung eben, die doch einen ordentlichen Aufstieg am Schluss hatte, geht es jetzt mit den Fahrrädern weiter. Ist auch ziemlich anstrengend, weil es hier auch kräftig bergauf geht. Morgen werde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen können. First day we went, I can't forget. I talked too much, but you just listened. The way you looked, the way you laughed, my jokes weren't good, but you fell in love. And it feels... Ja, unsere Fahrradtour ist die Kapnau-Runde. Das ist so ein Leuchtturm hier am Kapnau, wie es schon sagt. Das ist so eine Route, 25 Kilometer, die an verschiedenen Aussichtspunkten vorbeifährt. Genau, mit dem Fahrrad. Und jetzt hat Steffi ja eben schon gesagt, dass es auch mit dem Fahrrad gerade eine verdammt anstrengende Tour ist. Wer jetzt zu Hause sitzt und sagt, hey, die beiden haben noch E-Bikes, Spinner. A, sind das echt steile Berge. Da ist selbst bei der zweithöchsten oder höchsten Unterstützungsstufe des E-Motors kräftig Treten angesagt. Und B, sind wir ja dazu übergegangen, nur noch frei zu stehen. Und unsere Solaranlage versorgt uns hervorragend, also Licht. Wir können den Fernseher anmachen, wir können alle Geräte aufladen, ne? Also Computer, GoPro, Drohne, Fotoapparat, Handy, was weiß ich, alles. Die Wasserpumpe braucht Strom. Genau, das wird alles wunderbar Tag für Tag von der Solaranlage versorgt, aber die E-Bike-Akkus, das dafür reicht es dann leider nicht. Und jetzt sind die gerade so langsam leer. Am Aufbrauchen, und wir wollen ja auch noch zurückkommen, von daher etwas sparsamer mit dem Unterstützen sein und mehr treten. Ja, so viel zur Erklärung, warum diese Fahrradtour trotz E-Bikes anstrengend ist. Ja, im Moment sind wir ja nur 4 Wochen unterwegs, da ist es nicht so nötig, aber wenn man mal länger, 3 Monate oder vielleicht noch länger unterwegs ist, braucht man ja auch mal einen Ruhetag und kann nicht täglich Programm machen, dann muss man den Tag ja auch irgendwie verbringen, und wir machen das ganz gerne mal mit einem Kartenspiel. Gleiches gilt natürlich für einen komplett verregneten Tag, den wir zum Glück hier in Spanien noch nicht haben, aber er wird irgendwann mal auf Reisen auf uns zukommen. Kartenspiele deshalb, weil, naja, aus Platzgründen in so einem Wohnmobil würde es nicht so wahnsinnig Sinn machen, solche Packungen von Brettspielen mitzunehmen. Ihr wisst ja, wie groß so ein Monopoly-Paket oder sonst was ist. Deswegen Kartenspiele. Wir spielen schon immer ganz gerne Uno und Phase 10, haben aber jetzt ganz frisch 4 neue Kartenspiele entdeckt, die auch, das ist ja wichtig, auch zu zweit richtig Spaß machen und viel Zeit verbraten. Ja, und die 4 stellen wir euch jetzt mal ganz kurz vor. Kleiner Tipp,
mal zu kaufen. Das erste heißt Quix und das verbinde ich mit einem Gruß an Simone, Olli und vor allen Dingen Frieda, ihre Tochter in Freiburg. Denn Quix haben wir zum ersten Mal mit Frieda gespielt und seitdem spielen wir das Spiel richtig gerne. Insofern, danke Frieda. Das zweite, das Spiel mit den Hornochsen, 6 nimmt. Macht auch richtig viel Spaß, kann man sich viel bei ärgern und ja, gehört ja dazu zum Spaß insofern. Und den anderen vor allen Dingen auch ärgern. Das stimmt, ja. Nicht umsonst geht's um Hornochsen. 6 nimmt. Zweiter Tipp. Dritter Tipp. 11er raus. Geht ein bisschen schneller als die anderen Spiele, macht aber auch Spaß. Und last but not least, das, was jetzt hier gerade auf dem Tisch auch liegt, was wir gerade spielen, ist nicht Skippo, heißt fast wie Skippo, heißt Skio. Ganz anderes System als Skippo, braucht auch ein bisschen mehr Zeit, braucht ein bisschen Strategie und man kann sich wieder wunderbar gegenseitig ärgern. Das sind jetzt die 4 neuen Spiele, mit denen wir hier viel Zeit verbringen.
songs in the night. So I believe that. Wir haben ja schon viel gemotzt darüber, dass es schwierig ist, Ver- und Entsorgung in Spanien durchzuziehen. Daran hat sich auch nichts geändert, aber es gibt rühmliche Ausnahmen. Hier in Carcaixent, direkt am Bahnhof, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Frischwasser zu besorgen und Grauwasser und WC zu entsorgen. Bleibt uns für uns eigentlich jetzt nur noch das Stromproblem wegen der E-Bikes, aber erstmal sind wir wieder für 5 Tage Ver- und Entsorgt. Also, wir blenden das ein, vielleicht sogar mit den Koordinaten für diejenigen, die in Zukunft in einer ähnlichen Situation wie wir hier sind und suchen und suchen und suchen nach Ver- und Entsorgungspunkten. When the life falls, there's only you and I. So I said, wherever you're going, I'm going too. I don't care where we're going, I'm going with you. I said, wherever you're going, I'm going too. I don't care where we're going, I'm going with you. So, endlich bin ich auch ich oben. Kai ist gefühlt seit 5 Minuten schon oben und bereitet schon mal die Pause vor. Ja, das heute ist eigentlich eine ideale Wanderung für mich, weil es ging die erste Stunde relativ straight bergauf und die restlichen 1,5 Stunden geht es dann hauptsächlich bergab. Und oft ist es halt so, der anstrengende Teil kommt nochmal zum Schluss, wo man eh schon müde ist. Von daher ist es eigentlich so eigentlich ideal. Die Aussicht ist mal wieder perfekt, wie wir euch, hoffe ich, glaube ich, noch gleich ein bisschen besser zeigen können. Was wir an dieser Stelle auch mal erwähnen wollen, auch diese Wanderung machen wir mal wieder mit der Komoot-App. Wird gleich unten eingeblendet. Können wir euch wärmstens empfehlen. Weil es einfach unendlich viele Rad- und Wandertouren gibt. Und B, weil man sich damit navigieren lassen kann. Gerade eben waren wir an der Stelle, wo wir nicht immer drauf geguckt haben und der dritte Weg war der richtige. Ne? Also erst in die Richtung, dann in die Richtung und dann haben wir nochmal drauf geguckt. Oh, in die Richtung. Praktisch ist auch, man kann das in die Tasche tun und läuft einfach so, weil man sprachgesteuert wird, wenn man dann ein paar hundert Meter oder manchmal auch nur ein paar 50 Meter oder so falsch läuft, dann kommt eigentlich gleich, bitte wenden und auf Tour zurückkehren. Man wird wirklich gut navigiert und das Ganze ist im Moment zumindest noch so, was ich auch sehr ideal finde, die meisten Apps in diesem Bereich sind mittlerweile so, dass man verschiedene Abos abschließen kann und dann monatlich wieder Geld bezahlen muss. Bei Komoot ist es immer noch so, wir haben, glaube ich, für 29 Euro für Lebenszeit den weltweiten Zugang uns gekauft. Das heißt, egal wo wir auf der Welt sind, können wir Komoot benutzen und eigentlich, ja, es sei denn, die App gibt es irgendwann nicht mehr, aber theoretisch bis zum Rest des Lebens und eben nicht monatlich bezahlen. Also uns hat es schon oft, ich will nicht sagen, den Arsch gerettet, aber ja, hätte sonst vielleicht auch mal den Tag versaut, wenn man, ja, verloren geht. Waiting outside, you nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or 5. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning, 'cause I don't wanna leave you now. Let's take a long way home. Habe ich gedacht, wir wären vorhin schon ganz oben. Nein, es ging noch ein bisschen höher. Aber jetzt haben wir wirklich den höchsten Punkt der Wanderung.
Vielleicht seht ihr das Kreuz. We did it! So I gave it back. You said somebody had hurt you before and it cut you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take the long way home. Just a little more time alone. I don't ever wanna let you go. Ach ja, wir lieben nichts mehr als Kaffee und Kuchen. Nee, eigentlich sollte es um ganz was anderes gehen. Wir lieben eigentlich diese Stellplätze umgeben von Natur, wie wir es hier auf diesem Wanderparkplatz mal wieder erleben. Ja. Und dank des lobenswerten, kostenlosen kommunalen Fernentsorgungsplatzes ist der Abwassertank leer und der Frischwassertank voll. Wir können sogar duschen, was nach der heutigen Wanderung nicht verkehrt ist.